Ja, willkommen im Studio von Blumlein Records. Heute als Gast mein Freund Oliver Korte. Hallo. Sagst du kurz was zu deiner Person, bitte? Mein Name ist Oliver Korte. Ich lebe in Berlin mit meiner Familie, bin Komponist und Musiktheoretiker. Was kam denn zuerst? Der Komponist, ganz eindeutig. Also eigentlich bin ich nicht aus einem Haushalt, das mich dazu prädestiniert hätte, ein Komponist zu werden, also kein Musikerhaushalt. Aber mein Großvater hatte eine Bibliothek, die war für mich sowieso so etwas wie ein Magnet, so eine Art Wunderland, in der ich immer unterwegs war und gestöbert habe. Und dazu gehörte auch eine Schallplattensammlung. Und irgendwann habe ich mir mal eine dieser Platten aufgelegt und ich weiß noch ganz genau, welche das war. Das war von Modest Mussorgsky, die Bilder einer Ausstellung in der Ravel-Instrumentierung. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nichts davon, aber das hat mich quasi wie ein Blitz getroffen. Und da fing das an mit dem Musiker, aber das hat eine ganze Weile gedauert, bis es dann klar war, dass ich wirklich Musiker werde, dass ich das Wagnis sozusagen eingehe. In der gymnasialen Oberstufe spielte ich noch mit dem Gedanken, zum Beispiel Chemiker zu werden. Aber die Musik ist mir dann wirklich dazwischen gekommen und immer wichtiger geworden. Es kamen die ersten erfolgreichen Aufführungen und da bin ich jetzt. Genau, ich habe mir dann gewissermaßen das Notenschreiben selbst beigebracht und mir helfen lassen dabei. Nach einiger Zeit dann auch Unterricht genommen, sowohl Klavierunterricht als auch Kompositionsunterricht bei einem Kantor. Am Ende der Schulzeit konnte ich mir so ganz seltsam, unerklärlich nichts anderes mehr vorstellen. Ganz kurz, wo und bei wem hast du studiert? In Hamburg bei Dieter Einfeld, Komposition und Musiktheorie. Dann war ich ein Semester in Wien bei Michel Jarrell und Erich Urbaner als Stipendiat, als Gaststudent dort. Und am Ende habe ich meine Studien noch in Berlin an der Technischen Universität im Fachbereich Musikwissenschaft abgeschlossen. Was würdest du sagen, wie kommen bei deiner Arbeit Komposition und Musiktheorie zusammen? Ich glaube, die Einflüsse sind nicht so direkt, wie man sich das vorstellt. Also nach dem Motto, ich analysiere irgendetwas und finde eine kompositorische Strategie vor, die ich dann abkupfer. Sondern es ist insgesamt ein musikalisches Denken, was sich an der Analyse schult. Und vielleicht ein strukturelles Denken. Das heißt, die beiden Seiten, die laufen parallel, also befruchten sich schon gegenseitig, aber sind schon auch eigenständig natürlich. Also die werden jetzt immer eigenständiger, ehrlich gesagt. Also wenige Stücke, die ich analysiere, haben jetzt noch direkt mit dem, was ich mache, zu tun. Weil meine eigenen Kompositionen hoffentlich mittlerweile so ein bisschen individueller sind und ich mein Werkzeugkasten zurechtgelegt habe von Dingen, die ich gerne mache. Was mich an Musik fasziniert, ist, dass Klänge oder musikalische Texturen oder Rhythmen sich immer irgendwie anfühlen. Also sie haben irgendwie eine Oberfläche, die rau ist oder glatt oder schief oder gerade. Sie sind kalt, also kalte Klänge oder warm. Sie haben eine Farbe womöglich, also so synästhetische Momente, wo man zumindest Analogien bilden kann, wo man sagen kann, so an dieser Klang, wenn dieser Klang eine Farbe wäre, dann wäre er rot oder so etwas. Und diese synästhetischen Momente, ohne das systematisieren zu wollen, aber diese Wechselwirkung zwischen zwei eigentlich autonomen Systemen, die haben mich immer interessiert. Also wenn ich zum Beispiel ein chemisches Element porträtiere, dann hat der musikalische Satz Eigenschaften, dann teilt er Eigenschaften mit diesem Element. Also zum Beispiel beim Quecksilber, das flüssig rollende. Quecksilber ist ja das einzige flüssige Metall bei Zimmertemperatur. Und es gibt diese Quecksilberkügelchen, wenn man ein Thermometer auf dem Boden zerschmeißt, dann sind die Sollte man nicht machen. Genau, das ist ja auch nicht sehr gesund, das ist richtig. Aber es gibt dann diese kleinen Kügelchen und die rollen durch die Gegend. Und genauso ist es bei diesem Satz, der rollt auch so vor sich hin. Und trotzdem ist die Musik auch für sich selbst autonom. Also sie hat diese Eigenschaft, also diese Brücke sozusagen in die andere Lebenswelt, in die Lebenswelt der Chemie.
aber gleichzeitig ist sie als autonomes musikalisches Stück konzipiert, mit ihren eigenen Strukturen und ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und insofern ist es auch ganz selten so, dass ich die Titel vorher finde, sondern sie entstehen eigentlich, während ich das Stück erarbeite. Und es fängt meistens, die Stücke fangen an mit immer einer musikalischen Konzeption. Also ich erläutere das teilweise ein wenig, wo die Titel herkommen, obwohl die sich am besten selbst erklären sollen, weil ich mit Programmheftnotizen, sagen wir mal, ambivalente Erfahrungen gesammelt habe. Nämlich, sie gehören ja nicht zum Stück eigentlich, aber sie lenken doch sehr die Wahrnehmung. Also sie machen den Hörer, auf der einen Seite informieren sie ihn, aber auf der anderen Seite machen sie ihn auch unfrei. Also beispielsweise habe ich bei einem Stück, das Epiphanie heißt, was wir ja zusammen aufgenommen haben jetzt gerade. Schönes Stück. Danke. eine sehr strukturelle Erläuterung gegeben bei der Uraufführung. Also die Proportionen und Zahlenverhältnisse, die dahinter stehen, das diastematische Material, also die Tonhöhen, wo ich das her habe und so weiter. Und das war also dann schon ein Werkstattbericht auf der technischen Seite. Und genauso war dann die Kritik, die Uraufführungskritik. Die ging nämlich in die Richtung, das sei wohl eher ein Stück, das ausgerechnet sei und weniger zum Hören, weniger ausgehört. Und das hat mich natürlich wahnsinnig geärgert, weil ich das Gefühl hatte, dass es doch durchaus zum Hören ist. Und deswegen habe ich bei der nächsten Aufführung dann genau das andere Programmheft versucht und geschrieben, dass es um Klangwelten geht, die durch den Raum wandern. Das hat nämlich eine ganz spezielle Aufstellung, das Stück. Und dass es um zarteste Schattierungen geht. Und schon wurde von einem meditativen Klangraum in der Kritik gesprochen. Also ich habe keine Bilder im Kopf. Ich fühle auch, also wenn ich beispielsweise ein Stück schreibe, das Frost heißt für Glockenspiel und Klavier, dann fühle ich nichts Kaltes, nichts Frostiges, sondern im Grunde ist es eine sehr, sehr, also eine Monokultur, eine Musikmonokultur, die ich da mache. Ich komme nochmal zu diesem Beispiel aus der Chemie. Die Chemie ist ein autonomes System und die Musik ist ein autonomes System und beide haben ihre Eigengesetzlichkeiten und beide lasse ich in ihrer Eigengesetzlichkeit. Einer der für mich spannendsten Aspekte bei den Elementen ist, dass jeder Satz genau die gleiche Länge hat. Das ist mir aber weder beim ersten Hören noch beim Bearbeiten sonderlich aufgefallen. Ja, das ist richtig. Das war das erste Mal, dass ich versucht habe, so dieses Experiment zu verwirklichen, nämlich, dass alle Sätze gleich lang sind, aber sich in der Zeitwahrnehmung unterscheiden, nämlich je nach der Textur, nach der Klangfarbe, der Geschwindigkeit, dem allgemeinen Entwicklungstempo, der Ruppigkeit, vielleicht der Homogenität oder Heterogenität eines Satzes, wird er doch sehr unterschiedlich lang wahrgenommen. Und so kommt es, dass Musik, die in der Realzeit womöglich exakt gleich lang ist, in der Erlebniszeit vollkommen verschieden wahrgenommen wird. Aber das habe ich jetzt in meinem allerneuesten Stück, was gestern fertig geworden ist, das heißt Kopernikus-Material, das wird am 3. Oktober uraufgeführt, da habe ich es das erste Mal wirklich präzise durchgezogen. Jeder der vier Sätze ist exakt 4 Minuten lang und sie unterscheiden sich doch aber sehr, sehr stark hinsichtlich der Füllung dieser 4 Minuten mit Musik. Wie hast du das realisiert? Naja, also erstmal plane ich natürlich vor, wie die Gesamtproportionen im Großen und Ganzen sein werden. Und um ehrlich zu sein, am Ende habe ich dann das fertige Produkt noch mit der Metronomzahl angepasst. Also ob nur ein Stück ein Schlag mehr oder weniger schnell ist als ursprünglich konzipiert, das macht ja keinen großen Unterschied. Und so kommt es, dass der letzte Satz zum Beispiel eine Metronomzahl 1/4 61 hat. Ja, also das steht nicht auf dem normalen Metronom, aber das sollte irgendwie zu realisieren sein. Und es passt auch ganz gut, finde ich, gerade zu diesem letzten Satz, weil er so mysteriös ist. Und also 1/4 61, das ist eine fantastisch mysteriöse und unerklärliche Metronomzahl. Also genau das habe ich versucht bei den Elementen. Also als dann 4 Sätze fertig waren von 7, stellte ich fest, ach, die sind ja alle fast gleich lang.
habe dann angefangen zu manipulieren, sodass sie gleich lang wurden und habe mich bemüht, die folgenden drei Sätze in derselben Länge zu schreiben. Nur, das wird dann nicht ganz präzise. Und in diesem Fall bei Kopernikus habe ich wirklich von Anfang an gesagt, so, jetzt legst du etwas fest, eine Zahl, ja gut, vier. Eine Sache muss man sagen, ich kann gut mit 4 Minuten Musik umgehen. Ich glaube, jeder Komponist hat so eine Zahl, die oder also eine Zeitspanne, die er gut füllen kann, die er gut dramaturgisch bewältigt. Ja. Und 4, da laufen viele Stücke von mir drauf hinaus. Das stimmt. Vielleicht ist das Geheimnis der 4. Ist zwar in der Klassik unüblich und auch sonst ein bisschen gemein, aber was hältst du von einem Click-Track für den Dirigenten? Das könnte man, ich mag es nur nicht. Also das mag ich besonders bei den ruhigen Sätzen nicht. Bei denjenigen, die wirklich ganz großen, breiten Atem haben, Liegenoten und sehr meditativ sozusagen sind. Weil selbst wenn das Publikum das nicht hört, man doch irgendwie immer sieht und auch spürt, dass das Ensemble 1, 2, 3, 4 so zählt. Und dann ist die Musik nicht mehr kontinuierlich und die Zeit nicht mehr kontinuierlich, sondern so gequantelt. Und das geht bei bestimmten Sätzen. Also wenn das irgend so ein torkatenhafter, hackender, ruppiger Satz ist, dann kann man einen Click-Track machen, wenn es einem Vergnügen bereitet. Aber bei bestimmten Sätzen schließt sich das von vornherein aus. Dann ist das Musiziergefühl im Eimer. Da geht was kaputt. Ja. Ja, ja. Ich habe das schon häufig bei neuer Musik gesehen. Benutzt der Dirigent bei deinem Stück eine Uhr? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dirigenten, wenn sie mal ein Stück studiert haben und sich eingegroovt haben auf ein bestimmtes Tempo, das relativ zuverlässig wiederherstellen können. Und mal angenommen, bei einer Live-Aufführung, das Stück ist 4 Minuten 5 Sekunden lang. Ja, ist auch nicht so viel. Geschenkt. Geschenkt. Ja. Also dieses Kopernikus Ding ist im Grunde das Endergebnis oder eines der Ergebnisse meiner Raumbeschäftigung. Epiphanie, das Stück, was wir zusammen aufgenommen haben, das zum Beispiel hat eine wirklich kreisrunde Aufstellung der Musiker um das Publikum oder in diesem Falle um die Mikrofone herum. Und die Klänge beginnen tatsächlich zu wandern, links, rechts, vorne, hinten, aber eben auch wirklich im Kreis wird der Klang von Violine zu Violine weitergereicht, bis er wieder am Ausgangspunkt herauskommt. Also eine sehr räumliche Disposition. Und was die Zeiten betrifft, über die Proportionen habe ich schon gesprochen, dass viele Stücke auf Proportionsgefügen beruhen, dass da irgendwelche Proportionen realisiert sind, dass die Zeit also gewissermaßen in proportional zueinander im Verhältnis stehende Strecken geteilt ist. Auf der anderen Seite aber auch, also was ich liebe, sind so treibende Stücke und darauf spielst du jetzt an, in denen metrische Überlagerungen und irgendwas eine Rolle spielen. Bei der Music for a Wolf zum Beispiel ist es so, dass ich im Grunde eine ganz elementare Figur habe, eine Viertonfigur. Und die wird immer wiederholt. Und beschleunigt. Und zwar so, dass sie insgesamt 5-mal so schnell ist am Ende. Sodass, also und so weiter, also wirklich sehr, sehr schnell. Sodass dann nämlich der Schlagzeuger die Möglichkeit hat, durch Akzente jede 5. Note hervorzuheben. Und dadurch entsteht wieder dasselbe Pattern. Das bildet sich sozusagen in sich selbst ab. Also 1, 2, 3, 4 wird zu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn du komponierst, würdest du sagen, du fühlst eher oder du planst mehr? Also ich plane aufs Genaueste. Das ist mein Job als Komponist. Also ich kenne Komponisten, die sehen das anders. Die sind sehr intuitiv und würden sich nicht auf Kalkül verlassen wollen oder darauf zurückziehen. Aber ich bin ein extrem kalkulierender Komponist und halte das auch für die Aufgabe eines Komponisten. Oder anders gesagt, ich halte es für das edelste Ziel von Musik, Sinnlichkeit und Wahrnehmbarkeit zu verbinden mit struktureller Ausgefuchstheit. Also ich möchte nicht sagen Perfektion, weil also auch raue, kaputte,
fressende, korrodierte Strukturen sehr schön sein können. Aber sozusagen das Ausgefuchste, also das für den Analytiker, wir haben angefangen das Gespräch damit, dass ich auch Analytiker bin, das für den Analytiker Faszinierende, das muss in einem Stück drin sein, finde ich. Es muss sozusagen einen doppelten Boden, ein Geheimfach haben und das mit, und strukturell ausgefuchst sein. Und auf der anderen Seite sinnlich, in höchstem Maße, so sinnlich wie nur irgend möglich. Und bei Musik, die ich bewundere, ist es tatsächlich immer so, dass Struktur und sinnliche Wahrnehmung so ineinander fallen, als müsste das so sein. Man bekommt dann den Eindruck, ja klar, das ist ja so perfekt und deswegen klingt es gut. Oder umgekehrt, es klingt ja so toll, deswegen kann es ja nur perfekt gearbeitet sein. Aber meine Erfahrung ist, dass diese beiden Elemente, die Struktur und die Sinnlichkeit, eher sowas wie sich abstoßende Antikörper sind, ja, die also eigentlich gar nicht, die zusammengezwungen werden müssen. Und genau dieses Zusammenzwingen der zwei feindlichen Elemente, das ist meine Aufgabe als Komponist. Was meinst du, inwieweit muss sich Musik allein durch das Hören erschließen lassen? Ha, aber was ist denn die Musik? Nur das, was man hört? Also ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, das, was man hört. Aber es ist ja nicht alles. Also beispielsweise, wenn ein Stück toll klingt und ich dann die Partitur sehe und die gibt so gar nichts her, das enttäuscht mich auch zutiefst. Anders gesagt, eine Partitur, die sozusagen über das Hörbare hinaus nicht noch Geheimnisse birgt und Strukturen und nicht für sich auch etwas lesbar Besonderes ist, die verschenkt etwas. Also zur Musik gehört die hörbare Seite, die lesbare und analysierbare, die vielleicht spekulative, die philosophische. Es gibt alle möglichen Arten von Musik und das Hören ist nur eine. Was ich meine ist nur das, dass nicht alles von dem, was in einer Komposition, in einer Partitur steht, sich hundertprozentig in die hörbare Schicht des Ganzen, in die Realisierung überträgt, sondern eine Partitur hat einen Überschuss für sich. Und dieser Überschuss kann und sollte auch für sich reizvoll sein. Also die Écriture, das Schreiben, das oder das Geschriebene, das ist wichtig. Und wenn ich daran denke, wie Renaissance-Komponisten Proportionen und geheime Botschaften in ihre Werke hineingebracht haben durch Zahlen und Tonwiederholungen und bestimmte Notationsweisen, die einfach nicht hörbar sind, die nur lesbar sind, auch nur dann, wenn man entschlüsselt, wenn man das Kryptogramm sozusagen entschlüsselt, quasi nur für Gott, ja, solche Geheimnisse, dann freue ich mich darüber. Ich freue mich darüber, dass Musik auch noch sozusagen auf dieser ganz tiefen strukturellen Ebene was zu bieten hat. Und dass es nicht alles sich erschöpfen muss in der hörbaren Oberfläche. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus deinem Stück Epiphanie. Auftraggeber hier ist die Mittelsächsische Philharmonie und mein sehr guter Freund Jan-Michael Horstmann, der Dirigent, der wahrscheinlich am meisten von mir aufgeführt und uraufgeführt hat. Und das Stück ist tatsächlich in einer Kirche uraufgeführt worden, wo der Aufbau nicht ganz rund war, sondern so ein bisschen länglicher, der Form des Schiffs der Kirche angepasst. Und das war ganz spannend, deswegen, weil dort die Effekte, die akustischen, ganz anders gewesen sind als geplant, aber auch wunderschön. Da war es teilweise so, als ob ein Klang auf dem Altar irgendwie entsteht, hervorgebracht wird, über einen hinweg huscht und dann hinter einer Säule sich versteckt und verschwindet. Es waren also weniger Kreisbewegungen als so sonderbares, geisterhaftes Umherirren des Klanges. Das war auch sehr schön.
War sehr schön, als wir genau in diesem Raum das erste Mal durch die 5 Lautsprecher die Aufnahme gehört haben. Das war fast räumlicher als die Aufnahmesituation selbst. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also ich denke, was den Raum betrifft, gibt es mindestens 2 sehr, sehr wichtige räumliche Komponenten der Musik. Die einfachere ist sicher der Realraum. Und da habe ich so ein paar Experimente gemacht, habe irgendwann angefangen in einem Chorstück alles fort, 3 Chöre im Dreieck im Raum aufzustellen und sozusagen antiphonal den Klang hin und her reichen zu lassen, von Chor zu Chor. Das Ganze habe ich dann ein bisschen intensiviert zu einem Quadrat, das nämlich 3 Concertini, 3 kleine Ensembles zu einem größeren Orchesterkorpus bildet in einer Kantate Essay. Also das heißt 4 Positionen, aber im Grunde... Quadraphon. Richtig, genau. Aber im Grunde ist es immer noch ein Hin- und Herreichen zwischen Nord, Süd, Ost und West, so ungefähr des Klanges. Und dann in Epiphanie habe ich tatsächlich die kreisrunde Aufstellung des Ensembles gewählt. Da sind dann auch weiter diese antiphonalen Effekte, dieses Hin- und Herreichen, nämlich zum Beispiel zwischen 2 Hörnern in Nord und Süd und 2 Trompeten in Ost und West. Ich glaube, es war genau umgekehrt, aber spielt keine Rolle. Egal. Aber eben auch das Kreisen. Da sind nämlich 12 Violinen dabei. Die stehen wirklich in einem Kreis und können somit den Klang wandern lassen. Und ja, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass die Titel und die Sujets eigentlich nie zuerst kommen bei mir. Genau aus dieser Aufstellungsidee, diesem rituellen Aufbau, der ja wirklich fast etwas Magisches hat, dieser Kreis. Daraus bin ich eigentlich zu Kopernikus gekommen. Zu der Idee, das Hauptwerk von Kopernikus heißt De Revolutionibus Orbium Celestium, also von den Kreisbahnen der Himmelskörper. Und daraus entstand jetzt die Idee, ein größeres Kopernikus-Projekt zu machen, eben genau über diesen wunderbaren Text von Nikolaus Kopernikus. Und wieder diese kreisrunde Aufstellung zu machen, die nur in einem absolut potenzierten Maße, mit einem weitaus größeren Ensemble, mit verschiedenen musikalischen Schalen, Konstruktionen, Fixsternen, Wandelsternen und so weiter, mit Sängern und Live-Elektronik. Ein großes Ding. Leider habe ich noch keinen Auftraggeber, aber das Konzept ist fertig. Und da suche ich jetzt gerade jemanden, mit dem ich zusammenarbeiten kann, um das zu realisieren. Das wird ein großes Ding, eine Art Kantate, ja, vielleicht sogar eine Art Oratorium. So, also wirklich was fast Abendfüllendes und Multimediales. Ich stelle mir das dann auch vor in so einem Rundraum, möglichst in einer Industrieruine, wie zum Beispiel einem Gasometer oder so etwas mit Video und. Also das wird eine große Arbeit. Daraus ausgekoppelt habe ich jetzt das neueste Orchesterstück, Kammerorchester, für 18 Solostreicher. Kopernikus-Material. Eben genau das ist es, was es ist, was es heißt, wie es heißt. Und zwar, es sind Materialien, kompositorische Materialien für das große Kopernikus-Projekt. Und da habe ich mich extra entschieden, den Raum, den Realraum, komplett auszuklammern. Das Ensemble sitzt brav, frontal auf der Bühne. Oh, das überrascht mich. Ja, mich nicht. Deswegen, weil ich jetzt in Epiphanie diese Raumaufstellung ausprobiert habe, es hat gut funktioniert und im Grunde gab es da jetzt für mich nichts zu erproben. Was ich jetzt erprobt habe, war sozusagen innermusikalische Räumlichkeit. Also mit was für Klanggebilden, mit was für Texturen kann man Räumlichkeit evozieren. Ich habe zum Beispiel unheimlich breite Klangwolken, die sich praktisch über den ganzen bespielbaren Tonraum erstrecken und die dann durch Glissandi und andere Prozeduren sozusagen in Bewegung, in Stauchung und ewige Umformung geraten und die eine sehr, sehr wirklich synästhetisch so eine Art Volumengefühl erzeugen und also als ob sich ein Volumen ausdehnt und wieder zusammenzieht. Oder ich habe mit harmonischen Räumen experimentiert, also bestimmten harmonischen Bezugssystemen, nichts Tonales,
aber atonale Harmonik sozusagen. Und mit dem Bruch dieser Systeme, Beethoven ist ein ganz großer Gesetzebrecher sozusagen. Da kommen in seinen Symphonien Momente, zum Beispiel in der dritten Symphonie, wo er nach S-Dur zurückkehrt im ersten Satz, alles ist wunderbar und man denkt, jetzt bringt er den Satz nach Hause und da kommt eine unglaublich fiese Rückung im Fortissimo nach D-Dur, einfach ganz Ton runter und dann, als sei das noch nicht schlimm genug, noch nach C-Dur. Und dann braucht er die ganze Coda, um das sozusagen wieder zu retten. Aber das ist so brutal und das ist so parallel und das ist einfach nur reingehackt. Und das ist sozusagen eine Verletzung dieses Raumes, von dem ich eben gesprochen habe. Es ist so, der Raum war S-Dur und alles war gut und er war so etabliert. Ja, und dann kommt dieses Schockmoment und er verlässt den Raum, den Möglichkeitsraum S-Dur und bringt des und dann um Gottes Willen auch noch C-Dur. Und davon muss sich die Musik dann erst wirklich erholen, kann man sagen. Und genau solche Geschichten, also wie kann man Räumlichkeit innermusikalisch evozieren? Damit habe ich mich jetzt im Kopernikus-Material beschäftigt. Ein letztes Beispiel dafür, ganz was Primitives eigentlich. Es geht ja um das Kreisen von Himmelskörpern. Und es gibt in der rhetorischen Figurenlehre des Barock eine Figur, eine musikalische, die heißt Circulatio, also Umkreisung. Und genau die ist exzessiv im ersten Satz, im ersten Kapitel meines Kopernikus-Materials eingesetzt, der dann entsprechend auch heißt De Ordine Orbium Celestium, von der Ordnung der Himmelskreise. Ich bin schon total gespannt auf das neue Werk. Und ich erst. Also ich rede mich jetzt hier gerade auch so ein bisschen in Rage, deswegen, weil das ja immer ganz toll ist. Das ist gestern fertig geworden, wirklich fertig geworden, fines Tschüss. Und jetzt muss ich mich noch gedulden, einen Monat, bis es aufgeführt wird. Das ist immer eine sehr spannende Zeit, in der ich aufgeregt bin. Dein Stück, die Elemente, wie viele Sätze hat das? 7. 7. Es gibt ja sonst mehr Elemente, also du hast noch Platz für eine Fortsetzung. Ja, da verlesen sie ihn. Ich habe auch gedacht, ein Freund von mir, Marco Siciliani, hat eine elektronische Komposition gemacht, die wirklich alle vorhandenen Elemente umfasst. Auch die seltenen Erden. Alle, auch diejenigen, die nur wenige Millisekunden überhaupt existieren. Das sind aber auch wirklich nur elektronische Fragmente von jeweils einer bis 20 Sekunden Länge. Nun sind meine Sätze, wie wir schon besprochen haben, 4,5 Minuten lang und nach 7 Sätzen. Also ein halbstündiges Werk etwa. Richtig, genau. Und da verließ ihn die Kraft. Wie kommt es, dass du dich in 2 der Sätzen mit dem Kohlenstoff beschäftigst? Den Kohlenstoff, das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Der Kohlenstoff kommt nämlich auch in der Natur in 2 Formen vor. Nämlich in der unreinen Form, in der sehr groben Form des Graphit. Das sind diese schwarzen, ja, also im Grunde Kohle. Und als Diamant, hochkristallin, hochverdichtet und sehr fest. Es ist ja der festeste Stoff, den es überhaupt gibt, mit einer Mohshärte von 10,0. Also ein extrem strapazierfähiger, fester Stoff. Und weil es diese beiden Formen von natürlichem Kohlenstoff gibt, musste ich auch 2 Kohlenstoffstücke schreiben. Und die haben beide jeweils Eigenschaften der Erscheinungsform des Kohlenstoff. Nämlich der Diamantsatz Freddo et immobile, also kalt, unbeweglich, kristallin, hohe Klänge, sehr spröde, aber dafür auch klar, absolut klar. Der Graphitsatz, dreckiger. Im Grunde geht es in dem Graphitsatz um Bleistiftminen. Es sind nämlich Linien, die so durch den Raum ziehen, und zwar immer in Parallelen, in Mixturen. Entweder 2 Stimmen oder 3 Stimmen in Mixturen. Und in gewissem Sinne, man sieht das schon so, wie ich das jetzt hier so andeute, sind das Schraffuren in der Zeit, die da sozusagen musikalisch gemacht werden. Genauso wie du mit einem Bleistift, der eine Graphitmine hat, ja eine Schraffur auf einem Papier
von parallelen Linien zeichnen würdest. Es hat allerdings dann auch noch was anderes, denn Kohlenstoff ist ja der Grundstoff des Lebens schlechthin. Das heißt, so kalt, kristallin, unbeweglich, aber auch anorganisch, wenn man so will, der Diamantsatz ist, so organisch, so wuselig, so Dschungelmusik, ist der andere Satz, der Graphitsatz, der Kohlenstoffsatz, weil er eben nicht nur den Bleistift, sondern im Grunde auch das Leben, das biologische Leben abbildet. Ja, das ist ein Auftragswerk, ein Konzert für zwei Schlagzeuger und Orchester, ein Auftragswerk der Niederrheinischen Sinfoniker, die sitzen in Krefeld-Mönchengladbach und haben die lobenswerte Tradition, jedes Jahr eine Uraufführung in Auftrag zu geben und die dann auch wirklich eine gewisse Länge, nämlich eine halbe Stunde ungefähr, hat. Der Leiter ist Graham Jackson, der Generalmusikdirektor. Und die beiden Schlagzeuger sind tatsächlich die Orchesterschlagzeuger dort. Das sind ausgezeichnete Kräfte. Das ist Dominik Lang und Carsten Dietjurgis. Du hattest mal erzählt, dass du, bevor du das Stück geschrieben hast, dort ins Theater gegangen bist und dir die Sammlung schon, was kommt, angeschaut hast. Das hat Riesenspaß gemacht. Also jedes Orchester und jedes Theater hat natürlich einen Fundus an Instrumenten und der ist besonders reich bei den Schlagzeugern. Und da bin ich hineingegangen und habe wirklich von der Kesselpauke bis zum Agogo und zu den abseitigsten Instrumenten mit wahnsinnig vielen Schlägeln und Besen und Sticks und allem, dessen ich habhaft werden konnte, diese Instrumente ausprobiert und Klangfamilien gebildet und mich auf diese Art und Weise vorbereitet, teilweise aufgenommen, Notizbuch geführt dazu, die Bauweise der Instrumente ausgecheckt und auf die Art und Weise dann tatsächlich mich erstmal eingearbeitet in diesen relativ komplexen Bereich der Schlaginstrumente. Lieber Olko, wenn man mehr über deine Arbeit erfahren will, wo guckt man am besten nach im Internet? Ich habe eine Homepage, also das ist am allereinfachsten, korte-oliver.de. Ja, ganz vielen Dank, Olko, für dieses wunderbare Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, kann dir das Kompliment nur zurückgeben. Hier oben in deiner Tonbutze macht es immer großen Spaß. Und jetzt springe ich wieder nach Berlin und hoffe, dass ich dich bald wieder treffe. Ja, ich auch.